Also ich habe hier so einen Notfallhinweis bekommen. Move away. Das waren jetzt insgesamt 420 Euro. Die haben noch irgendwas ausgetauscht. Damit ein wunderschönes Hallo aus Korfu. Ja, morgen, hallo. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid, im Wartezimmer, zu Hause auf der Couch. Wir liegen hier gerade im Bett und trinken den Kaffee und schauen aufs Meer und fahren aber gleich zu einem wunderschönen Strand. Falls ihr das erste Video aus Korfu gesehen habt, dann wisst ihr, um was es geht. Falls noch nicht, dann bleibt einfach dran. Wir sind nämlich im Camper auf Korfu und schauen, was wir hier so erleben können. Und nachdem ihr das Video gesehen habt, könnt ihr ins erste Video klicken. So, unser rollendes Zuhause fertig machen und los geht's. Die Straßen auf Korfu sind überraschend gut und es gibt wirklich überall Straßen auf Korfu. Unser Ziel war Porto Timoni, ganz oben im Südwesten von Korfu, und ihr müsst auf jeden Fall festes Schuhwerk mitnehmen. Ach, und dann finden wir hier überall diese Aufkleber. Wart ihr da auch schon mal? Falls nicht, geht mal nach Baden-Württemberg. Ja, vielleicht ist ja jemand dabei in den Kommentaren, der uns so einen Aufkleber gestalten kann. Mit Ting Tong on Tour. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Leute, guck mal, von da oben, wo das gelbe Hotel ist, oder ein Gebäude, Restaurant, ich weiß nicht, da waren wir gerade. Jetzt sind wir erst auf der Hälfte. Also es geht richtig krass runter. Ich würde es nicht in Flipflops machen. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, die das in Flipflops gemacht haben und die sind auch runtergekommen, aber wahrscheinlich lagen sie danach im Krankenhaus. Weil das ist schon eine sehr, sehr krasse, also irgendwo hier ist der Weg, ne? Also, so, müsst ihr mal gucken. Ist auf jeden Fall keine Extrakondition für bergunter erforderlich, aber berghoch würde ich schon mal zumindest nicht rauchen währenddessen, weil es ist, glaube ich, schon ganz schön steil, wie es da nach oben geht, ne? Mein Gott, ist das schön hier. Es gibt hier die eine Bucht, da ist es richtig windig, da kommt der Wind her. Dann gibt es hinter mir die Bucht, da sitzen auch die ganzen Leute. Da ist das Wasser super ruhig, viel klarer. Da gehe ich jetzt gleich mal tauchen. Und dann hinter mir auf der anderen Seite gibt es auch noch eine kleine Bucht, da kann man auch noch hinwandern. Das erinnert mich so von den Felsformationen so ein bisschen, weiß ich nicht, an Asien, an Bali, Indonesien sowas. Und es ist einfach voll wenig los. Ein paar Leute, klar, liegen hier unten. Das ist völlig okay. Also, wir haben uns entschieden, weiterzulaufen, und zwar zu der Bucht da hinten. Hier ist es nämlich echt ziemlich voll geworden und auch sehr windig. Also probieren wir mal jetzt die nächste Bucht aus, ne? Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben. So, ich war jetzt im Wasser und das Wasser hier ist richtig schön. Hier ist auch weniger los wie auf der anderen Seite. Fische habe ich nicht gesehen, aber ich kann mich jetzt hier auch nicht hinlegen und die ganze Zeit entspannen, weil der Wind schlägt mir mit 35.000 km/h die ganze Zeit ins Gesicht. Also trocknen wir uns hier ab und machen uns auf zum nächsten Highlight des Tages. Es gibt noch einen richtig krassen Aussichtspunkt. Den kennt ihr sicherlich alle von Instagram oder YouTube oder Reisemagazin. Und da fahren wir jetzt hin. Ja, wenn ihr dann hier oben angekommen seid, dann gibt es hier einige Restaurants und Tavernen und Imbissbuden, um was zu essen und zu trinken. Was glaubst du, Schatz? Ja. Wie hoch sind wir denn jetzt eigentlich gerade gelaufen? Also auf wie vielen Höhenmeter? Wie viele Höhenmeter? 300 oder so? Ich glaube, ich habe 400 geschätzt, aber wir sind auf 140 Meter Höhe. Ich würde euch empfehlen, da früh hinzugehen, weil es eher am geilsten ist. Ja, wir waren halt wieder ein bisschen zu spät unterwegs. Wir brauchen definitiv so schnell wie möglich eine neue Batterie. Ja, unsere Batterie ist immer noch leer, beziehungsweise einfach nicht funktionsfähig. Und deswegen müssen wir uns immer mit diesem Teil hier selber Starthilfe geben. Ich habe das mal vor über einem Jahr gekauft. Und
bin da bis jetzt echt mega zufrieden mit. Also wir können da uns da die ganze Zeit Starthilfe geben. Und ja, das Ding hat mal 100 Euro gekostet. Ich weiß nicht, was es jetzt aktuell kostet. Ich kann es euch unten ja mal verlinken, falls ihr Bock drauf habt. Könnt ihr gerne mal nachgucken. Ich bin echt froh, dass wir das haben, weil sonst müssten wir jetzt überall den ADAC rufen. Oder wir hätten uns schon längst um eine Batterie kümmern müssen. Und das ist hier auf Corfu, glaube ich, gar nicht so einfach. Hat jetzt schon mal nachgefragt und ja, man konnte uns da nicht weiterhelfen. Und so können wir trotzdem weiterreisen. Aber auf jeden Fall müssen wir uns bald mal um eine neue Batterie kümmern. Lang geht das nämlich nicht mehr. Ja. Okay, wir haben jetzt festgestellt, das Auto, unser Camper macht seit 2-3 Tagen immer mehr so tak, 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 tak. Und jetzt haben wir hier eine Werkstatt gefunden und sind an einer vorbeigefahren und ja, jetzt halten wir mal kurz hier an. Ja, also er sagt hier Crankshaft Pulley. Das ist die Riemenscheibe der Kurbelwelle. Wäre das Problem. Und jetzt mal gucken, wann die uns helfen können. I can't tell you my work. The price is 20 euros for the belt and 140 for the pulley. Okay. Ja, also es hätte uns definitiv schlechter treffen können, würde ich mal sagen. Wir stehen jetzt hier mitten am Strand. Das war der nächstmögliche Stellplatz, den wir bei Park 4 Night gefunden haben. Und jetzt müssen wir halt hier bis Montag ausharren. Und hoffen, dass die Kurbelwelle nochmal die 10 Kilometer berghoch es schafft. Genau. Und dann wird repariert und dann können wir weiterfahren hoffentlich. Klappt dann auch alles. Aber ist doch geil, dass sie uns gleich weiterhelfen können. Innerhalb von wenigen Tagen, weißt du? Mhm. Dass das Teil auch hier auf der Insel ist. Dass sie es besorgen können, dass wir nicht wochenlang warten müssen. Zum Glück auf jeden Fall. Oder dass wir halt auch nirgendwo in der Pampa damit was gesteckt haben, ne? Mhm. Mhm. Voll gut, dass wir so zufällig diesen. Ja, oder? Ich hab den draußen gesehen. Ich dachte, guck mal, in der Werkstatt sind wir gestern schon vorbeigefahren. Aber da fand ich das Problem jetzt noch nicht so schlimm wie heute. Mhm. Ja. Ich vertraue dem jetzt auch. Ich hab dem jetzt einfach so 50 Euro in die Hand schon mal gedrückt als Vorzahlung. Ohne irgendwie Nachweis. Hast du nichts schreiben lassen? Nee. Ich vertraue dem einfach. Ich bin halt so. Ist ja nicht so, dass wir schon mal ein bisschen verarscht worden sind in Werkstätten. Ja. Aber im Ausland noch nicht besetzt. Ja, Nusa hatte nach der Wanderung noch nicht genug und hatte hier am Strand dann ein paar Freunde gefunden. Und die hat sie dann auch über den ganzen Strand gejagt, also das hat sie bestimmt über eine Stunde gemacht, die kriegt davon echt nicht genug. Ja, und am nächsten Tag, gegen Nachmittag, wir waren gerade am Arbeiten, gucken aus dem Fenster, dachten, es wären graue Wolken und dann haben wir das hier gesehen. Ja, wir stehen hier gerade seelenruhig am Platz, es ist mittlerweile Samstag und ich schneide das Video und plötzlich habe ich Feuerwehr und denke mir halt nichts Böses. Auf einmal fängt es halt voll an zu brennen. Guckt euch das mal an, das ist zu krank einfach. Man sieht schon gar nichts mehr, der Rauch ist richtig. Guckt euch das mal an, da hinten brennt es richtig heftig. Oh, da waren wir heute Morgen noch spazieren und da hinten halt auch. Und wir sitzen hier und kriegen gar nichts mit, oder? Nee, wir haben das irgendwie jetzt ziemlich spät mitbekommen. Boah, Gott sei Dank zieht der Wind halt da rüber und nicht hier zu uns. Ich hoffe, die können das jetzt löschen. Jetzt müssen wir gleich wegfahren. Beobachten, jetzt müssen wir losfahren, ne? Weil die anderen stehen hier auch noch. Überall auf einmal Löschflugzeuge über uns, Helikopter. Leute waren noch im Wasser am Surfen und ja, direkt vor unserer Tür quasi hat es gebrannt. Wussten dann erstmal auch nicht, wie wir uns verhalten sollten, gerade als wir die SMS bekommen hatten. Also ich habe hier so einen Notfallhinweis bekommen und da steht drauf, you are in Agios, keine Ahnung, wie das ausspricht, and move away. Wildfire in your area. Follow the instruction of the authorities. Scheiße, hey. Ich glaube, wir müssen wegfahren. Also ich glaube nicht, dass wir hier aus dieser Situation hier ein Problem haben werden. Okay. Und der Wind wird sich auch nicht so schnell drehen, dass es dann wieder zurückkommt. Vielleicht dreht er sich irgendwann morgen, aber okay. Ich glaube nicht, dass es für uns hier gefährlich ist. Das kriegen wir auch nicht geregelt. Aber was können wir da jetzt machen? Können wir da irgendwie was tun? Können wir da helfen? Das ist die Feuerwehr. Wegen der Feuerwehr? Bestimmt. Nusa? Das wird
mittlerweile 3 Stunden später und hier brennt es immer noch. Aber wir haben uns mit ein paar Leuten hier unterhalten und es ist jetzt für uns gerade nicht gefährlich, auch wenn wir so eine Mitteilung bekommen haben. Deswegen bleiben wir jetzt erstmal hier, haben wir uns entschieden, weil wir jetzt auch eigentlich nirgendwo anders hin können. Lustigerweise konnte ich jemandem helfen, der hatte hier nämlich auch Probleme mit seiner Batterie und jetzt habe ich demjenigen Starthilfe gegeben. Und ja, wir versuchen hier die Ruhe zu bewahren, in Ruhe zu arbeiten und dabei das Feuer nicht aus den Augen verlieren. Also wenn es brenzlig wird, können wir schon woanders hin. So ist das nicht. Ja, so ist es natürlich nicht. Ne? Aber ja, wir gucken halt einfach noch ein bisschen, wie gefährlich das jetzt ist. Also ich beobachte das ja hier und wenn es halt wirklich quasi dann... Ja, es ist schon relativ weit vorne gekommen, aber es ist ein kleiner Brand. Aber wir können, glaube ich, schnell weg, ja, wenn es gefährlich werden sollte. Jetzt kommt auch die Feuerwehr hier. Ah, die fahren jetzt bestimmt davor. Ja, bestimmt. Weißt du, die können dann bestimmt das da vorne abwischen. Ja. 100 Kilo Wasser. Nicht getroffen. Hat nicht getroffen. Scheiße, der Wind, ey. Wahrscheinlich wurde das Feuer sogar absichtlich gelegt, weil es in Griechenland wohl so ist, dass Grundstücke, die bewaldet werden, nicht als Baugrundstücke ausgewiesen werden. Und ja, wenn dann halt ein Feuer den Wald weggemacht hat, dann ist es kein Wald mehr. Und ja, vielleicht hat da irgendjemand drauf geschielt. Wir wissen es natürlich nicht. Ist natürlich mega traurig, weil total viele Familien da auch ihre... ja, Häuser beziehungsweise ja einfach diese Küste da verloren haben. Ja, und als wäre das noch nicht genug für ein Wochenende gewesen, hat uns dann am nächsten Tag morgens um 7 ein heftiges Gewitter geweckt. Wir mussten direkt unser Auto mit Starthilfe da wegkriegen, haben uns fast noch im Sand festgefahren und haben es dann ja Gott sei Dank nochmal 100 Meter weiter in den Ort hineingeschafft und uns auf eine asphaltierte Straße gestellt. Aber fast wären wir auch noch stecken geblieben. Ja, wie heißt es so schön? Abwarten und Kaffee trinken. Ja, das war ein sehr aufregendes Wochenende mit einem Brand, mit einem heftigen Gewitter. Und ja, wir haben viel Kaffee getrunken, abgewartet und jetzt sind wir hier an der Werkstatt. Und ja, hoffentlich können die das Auto heute reparieren. Mein Gott, ich sag euch, das war eine Woche. Test drive was good. It's much better. Ah, das waren jetzt insgesamt 420 Euro. Die haben noch irgendwas ausgetauscht. Aber irgendwas mit Kühlflüssigkeit wurde noch ausgetauscht bei uns. Das mussten sie irgendwie austauschen. Und jetzt ist Auto gut. Er sagt auch, das Auto ist voll gut in Schuss. Also mega gut. Wollte ihm auch Trinkgeld geben, aber es hat er vehement abgelehnt. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt erstmal weiter. Es geht weiter nämlich mit unserem Corfu Roadtrip. Boah, das ist aber echt krass hier. Hängt einfach so Nägel raus an der Treppe. Schatz, meinst du, ich bin zu deutsch?